So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Leon Elektronik. Ja, ich melde mich nach über einen Monat wieder mal aus der Innenstadt Erlangen, nachdem ja die Ausgangsbeschränkungen gelockert worden sind und man sich jetzt auch auf Parkbänke setzen darf. Also wird man jetzt auch hier aus der Stadt nicht mehr von der Polizei verscheucht, aus der Innenstadt. Ja, wir gucken uns jetzt mal an, die Corona-Krise ist immer noch. Die ganzen Geschäfte haben weiterhin zu. Wie lange die ganzen Geschäfte wie Galeria Kaufhof und die ganzen Einkaufszentren wie Erlangen Neuer Markt und sowas und Wörl, und zwar wie Wörl, C&A und solche Geschichten, Lotto-Geschäfte, Bilderfest und so weiter, bis die alle wieder aufmachen. Und zwar, das dauert. Und wir wissen noch alle nicht, wie lange. Und zwar, wir stehen nirgendwo dran, wie lange die ganze Pandemie noch gehen soll und wann überhaupt es wieder zugelassen wird, Einkaufszentren zu öffnen. So, generell. So, und wir schauen uns jetzt einfach mal die leere Stadt an. Wir fahren mit dem Fahrrad und ich zeige euch mal alles. Hier fangen wir mal schon mal an. Nur noch, hier ist der Eingang. Jetzt müssen wir mit dem vorbei. So, hier seht ihr es. Hier ist der Eingang vom Neuen Markt. Nur hier Eingang und drüben, wo das Rathaus ist, ist der Eingang. Der Rest von den Türen ist zugesperrt. Kommt man nicht rein. Das heißt, nur Essenabholung. Mehr nicht. Nichts mehr drin rumlaufen. Feierabend. Gut. Ja. Liebe Grüße, Sadi, gehen an dich. Wenn du dieses Video siehst, Sadi, ich hoffe, dir geht's gut. Bleib gesund, gell? So, hier haben wir jetzt... So, hier jetzt die Galeria. Unsere Filiale ist zurzeit nicht geöffnet. Also die bleibt auch weiterhin geschlossen. Und hier könnten wir auch mal hier hinfahren und uns das mal angucken. Hier Neuer Markt, Seiteneingang, Back, Apotheke und An- und Verkauf offen. Das heißt, diese Tür, kann ich mal zeigen, ist zu. Ja, also, da ist nichts mehr. So gespenstisch ist es während Corona. Hier ist die Maschinenkirchweih. Da drin ist der Sadi. Genau, ist auch zu. Uns da mal umschauen während der ganzen Corona-Pandemie. Wird auch immer schlimmer. Man hat hier nichts mehr, rein gar nichts mehr. Ja, das sind schon mal die neuesten Sachen vom Neuen Markt. Wir fahren einmal rum. Der Haupteingang vom Neuen Markt, auch hier geschlossen. Gerade zum Jubiläum, 50 Jahre Neuer Markt. Die große Party wird stattfinden, wenn der Neuen Markt wieder aufmachen kann. 50 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und an den Neuen Markt, herzlichen Glückwunsch. So. Ah, der Wörl. Kann man auch noch mal hingucken. Da ist die Maschinenkirche bei. So. So Paketboden. Solche Nummern. Zeitungen sind schon gekommen. Aber die holt sich doch keiner. Was soll denn der Quarf? Liegen auch schon ewig. Naja, dann. Fahren wir mal wieder raus.
So, jetzt laufe ich hier durch die leeren Arkaden. Während der ganzen Corona-Pandemie. Nichts hat offen. Gespenstische Leere. Vor allem hier oben. Ja, so sieht es hier aus. Während der ganzen Pandemie nichts mehr los in die Arkaden. Totenstille. Seht ihr mal, gespenstische Leere in den Arkaden. Das ganze Obergeschoss ist die gähnende Leere hier oben in den Arkaden. Ich werde euch nicht die ganzen Arkaden zeigen, aber so wie das Obergeschoss schon ausschaut, sehr schlechte Anzeichen. Und wann wieder aufgemacht wird, ist noch unklar. Und ja, gut. Dann fahren wir wieder runter.
So. Gähnende Leere in den Erlanger Arkaden. Trotz Corona noch offen. So. Jetzt gehen wir weiter. So, das war ein kleiner Rundgang durch die Innenstadt in Erlangen. Ja, so sieht es derzeit aus. Ja, weiteres über Corona und wie hier die Altstadt so ausschaut, das sehen wir morgen. Ciao!